Liebe Genossen, liebe Kollegen, liebe Anwesende. Ich freue mich, dass Sie den Weg über unsere Straßen nicht gescheut haben, um heute und hier dabei zu sein, wenn wir ein Denkmal für unseren Paul enthüllen. Für unseren Mützen-Paul, wie wir ihn liebevoll nannten, auch als wir ihn noch nicht so sehr liebten, weil er noch unter uns weilte. Paul war ein Genosse, wie er im Buche steht. Hatte also im Leben keinen leichten Stand. Er hatte sich wohl selbst nie träumen lassen, dass wir ihn heute auf einen Sockel stellen. Doch bevor wir zur weiteren Enthüllung schreiten, wollen wir seine Erben und seinem kurzen, aber feierlichen Erbechor vereinen. Wenn einer tot ist, dann kann es geschehen, dass die Hinterbliebenen ihn jetzt herzlich liebnen. Wir haben ihn immer so gerne gesehen. Besonders von hinten. Mit dem war doch kein Protokoll zu machen. Hat sich bei Besichtigungen immer die Dreckecken ausgesucht, vor die wir extra Transparente gehängt hatten. Sogar als der Minister kam, hat er mit ihm den Hintereingang benutzt, obwohl vorne alles sauber gemacht war. Der Minister sollte ein realistisches Bild bekommen. Hätte er das gewollt, hätte er sich doch bloß nicht anzumelden brauchen. Wenn einer tot ist und war nicht bequem, dann nennt man ihn rastlos, man ist ihn ja fast los, als Denkmal ist keiner mehr unangenehm. Mich würde es gar nicht wundern, wenn Paul plötzlich vom Sockel stiege und fragte, was sein Denkmal gekostet hat. Er hat ja auch seinen eigenen Repräsentationsfonds gestrichen, bevor die Sparmaßnahmen einsetzten. Bloß weil er nicht repräsentieren konnte, musste ich plötzlich wieder meine eigenen Zigaretten rauchen. Wenn einer tot ist, dann wird er geehrt. Sein großes Vermächtnis bleibt stets im Gedächtnis. Wer tot ist, ist allen so lieb und so wert. Seine Frau kann einem leid tun. Nicht mal um die Intelligenzrente hat er sich gekümmert. Nach mir der Sozialismus, das war seine Devise. Und wie er angezogen ging in seiner Position, habe ich mal bei Brecht gelesen. Wer aber ist die Partei? In deinem Anzug steckt sie, Genosse. Pauls Anzug sah immer so aus, als würde die Partei gerade durch ein Loch in der Tasche rutschen. Ob man die Frau jetzt noch einladen muss, wo ihr Mann doch gar nicht mehr. Wenn einer tot ist, dann klingt es so echt. Er ging unerwartet, als hätte man erwartet, dass er vorher anfragt, wann wär's euch denn recht. Schleicht sich heimlich ins Grab, ohne für diesen Monat die Beiträge bezahlt zu haben. Von wegen guter Genoss und immer ein Voran, der war laufend im Rückstand. Nachlaufen musste ich dem, der war doch nie an seinem Schreibtisch anzutreffen. Wer musste denn den ganzen Papierkram mitmachen? Ich. Wenn ich nicht die Erfolge nach oben gemeldet hätte, dann hätten die doch gedacht, es wäre was Selbstverständliches, dass wir unsere Arbeit tun. Wir wollen sein Andenken stets in Ehren halten. Werner, ich weiß noch, wie sich Paul seinen ersten Orden verdient hat. Wolfgang, einen Orden verdient man sich nicht.
Einen Orden erhält man. Paul hat ihn sich verdient. Ja. Deshalb reicht es auch bloß zu so einem Mickrigen. Oh, Entschuldigung. Die Schlacht ums kalte Buffet. Gucken Sie mal da hinten. Na, gucken Sie mal da hinten. Die DFD-Tante. Die klatscht sich so viel von diesem vulgären Kartoffelsalat auf den Teller, als wollte sie ihn einkellern. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Noch ungefähr. Sie kommen besser an die Hummer-Mayonnaise an. Nicht doch, das ist aufgemotzter Fleischsalat dahinter. Übrigens noch Glückwunsch zur Auszeichnung. Dankeschön. Dankeschön. Hübsch, die kleinen Klunkerchen. Ihr erster, ja? Ja, das ist mein erster. Oh, immerhin 300 Märker. Der Hummer riecht. Sagen Sie mal, was denn Geld gibt's da auch noch? Mein Gott, hat Tränen der Rührung in den Buckelchen, als man ihr die Nadel in die Brust jagt und weiß nicht mal, dass da noch Mäuse dran hängen. Auch Ihnen Glückwunsch, hier zu dem Orden da. Ganz ehrlich, ich hatte mit einem größeren gerechnet. Na, wir sehen uns da noch. Nicht doch. Mampfen Sie doch gleich hier, Sie sparen das ewige Hin- und Hergerenne. Aber meine Genossen warten am Tisch. Ah, Genosse, ja? Die führende Macht und am kalten Buffet so unbeholfen? Und Sie nicht, Genosse, dachte ich mir. Wieso? Nur man braucht zwei Bürgen. In der Partei und trotzdem Humor, was? Und Arbeiter. Muss auch sein. Neuer Vorschlag und deshalb das hier. Ah, ich liebe ausgefallene Typen. Wissen Sie was? Sie kommen anschließend mit zu mir nach Hause. Ich zeige Ihnen meine neue Frau und meine neuen antiken Möbel. Alles verschnörkelte Beine. Naja, niemand ist vollkommen. Ja, dann können Sie auch noch meinen neuen Tiefziehspülkasten bewundern. Tiefzieh was? Tiefziehspülkasten. Im Klo. Gucken Sie mal. Beobachten Sie mal den da hinten. Wie der auf Etikette nimmt. Kaum hat er 3 Körnchen Kaviar aus seiner Bebbe. Da schreit er schon nach dem Fischbesteck. Also, ein Tiefziehspülkasten, ja? Das ist ein Spülkasten, der nicht oben an der Wand angebracht wird, sondern hinter dem Becken. Ach, und der spült besser. Nein, den hat nicht jeder. Noch dazu aus Meißner Porzellan. Zwiebelmuster. Alter Hut, ägyptische Lotusblumen. Obendrauf eine Keramik aus China und innen drin... Wasser aus Kanitoka. Hier, wenn Sie von dem Aal dort hinten noch etwas möchten. Ach, wissen Sie, seit dieses Zeug in allen Deli-Läden vor sich hin mickert, haben die Bankettsanreiz für mich verloren. Da kann ich Ihnen sicherlich eine Freude machen. Ach so, ja. Bei uns gibt's jeden Freitag Pellkartoffeln mit Quark. Meine 5 Kinder essen das gern. 5 Kinder und Genosse? Sie sterben noch mal an Überzeugung, was? Ich kann mich übrigens an Ihre 2 Kinder noch genau erinnern. Meine Kinder? Ach so, ja, der Lutz und die... Carola. Richtig, die Carola, ja. Wissen Sie, die habe ich durch Beziehungen in einem Dauerheim untergebracht. Es geht Ihnen gut, hörte ich. Wissen Sie, ich hänge sehr an meinen Kindern. Ich lasse sie oft grüßen. Mein Gott, ich rede und rede. Erzählen Sie doch mal. Wozu haben Sie es gebracht? Gigoli, Swimmingpool, eh? Fahrrad und Waschbecken. Und Pellkartoffel und Quark und Genosse. Mann! Sagen Sie bloß, dass das glücklich macht. Liebe Genossen und Freunde. Passen Sie auf. Prosten Sie den da hinten. Ganz freundlich zu. Aber ich habe mein Glas schon ausgetrunken. Wir erheben unser Glas
auf das Wohl der Ausgezeichneten. Weiter so. Sind unter uns. Ein Kampflied im Dreivierteltakt. Sie wurden geboren in Arbeiterkreise. Die produktive Initiative. Und deshalb war sie nicht mehr abzuweisen. Sie glich allen Initiativen aufs Haar. Indem ihr Weg kurz, aber ruhmreich war. Zum Glück war auch gerade ein Anlass zur Hand, weil irgendwas bald 50 Jahre bestand. Wodurch uns die Initiative nicht will, sondern planmäßig mit Begeisterung erfüllt. Die Initiative war nun offiziell. Und was offiziell ist, begrüßen wir schnell. Zwar liefert nicht jeder bei uns Qualität, jedoch Grußadressen liefert keiner zu spät. So meldete bald das Zentralorgan. Die Arbeiter im VEB Lebertran schließen der Initiative sich an. War sie auch längst nicht mehr spontan, so gehörte sie doch zum geplanten Elan. Und wurde von jedem guten Genossen allabendlich mit ins Gebet eingeschlossen. Und sie wären durch Redner und Kommentatoren, hat sie durch sie auch die Basis verloren. Beinahe in ein Plenum gekommen, da hat man ihr pünktlich den Anlass genommen. Der vielgerühmte Jahrestag traf sie wie ein Schicksalsschlag, indem er plötzlich vorbei war und schnell vom vergangenen Mai war. Über sie, die in jeder Zeitung gewesen, die produktive Initiative, war einen Tag später kein Wort mehr zu lesen. Von allem vergessen, stand sie dahin. Denn wo uns der Anlass fehlt, fehlt uns der Sinn. Doch wenn uns die Zeit manchen Anlass auch nimmt, der nächste Jahrestag kommt ja bestimmt. Dann graben wir die Leiche aus und machen daraus ganz sukzessive eine vollkommen neue, vollkommen neue. Rätsel. Ein Mann, der einst äußerst fruchtbar war, indem er stets Initiativen gebar, trägt heute in aller Bescheidenheit den Titel Held der Unfruchtbarkeit. Ist reglos und stumm. Rat mal warum. Am besten du spielst gleich mal so einen Unfruchtbaren. Wieso denn ich? Ja, dir nimmt man die Rolle ab. Ach so, und du spielst den Positiven. Nein, dann muss es ja machen. Will sich bei der Partei einkratzen lassen. Wurzeln ab, dafür habe ich jetzt die ganzen Pointen und du musst die scheiß positiven Sätze sprechen. Komm, frag mich, ob ich neu hier bin. Bist du neu hier in der Lokomotivenbude? Lötzt du ran, hä? Hast du was ausgedacht in der Birne, hä? Neuerer bin ich. Das ist der technische Fortschritt. Ach, so sieht er aus. Hab's mir ganz anders vorgestellt, ein bisschen hübscher. Was glotzt denn mich so an? Na, wenn der technische Fortschritt wie du aussieht, weiß ich endlich, warum der Weltmarkt vor uns zurückschreckt. Ey, komm, komm, tritt kürzer, Kumpel, sonst fällt's noch auf. Musst du auch was ausdenken, bist du auch ein Neuerer. Ja, früher, da hab ich immer einen neuen Vorschlag gemacht.
20.000. Glückwunsch. Schaden. Bist du schon lange hier? Du weißt, früher, da war ich mal in der Zementfabrik. Da gab es lauter Säcke. Da haben sie mich verdächtigt. Danach bin ich in der Autoschlosserei, da gab es lauter kleine Teile, da haben sie mich geschmissen. Und dann bin ich in der Baustoffversorgung. Und was gab's da? Bewährung. So, das war gar nicht so einfach. Ich dachte, wohin du? Naja, ist ja schwierig bei uns, einen Arbeitsplatz zu finden, wo du nicht veruntreuen kannst. Oh. Naja, ich übernahm dann eine Privatfleischerei. Mit Erfolg? Nö. Ich erwischte mich in meinem eigenen Laden, wie ich eine Kalbsachse klaute. Nun bin ich freiwillig hier in der Lokomotivenbude. Hier bist du vor dir sicher? Die Dinger kriege ich nicht weg. Hier kannst Volkseigentum vermehren. Hier kannst du es vermehren. Nun, hier kannst du nach dem Motto werken, jeder liefert jeden, wie es gerade geht. Das ist das geht auch. Nee. Sag mal, wie ist denn deine Lösung? Qualitätsarbeit, der Stolz des Facharbeiters. Bei dir müssen sie in der Ausbildung was falsch gemacht. Wieso denn? Deutsche Wertarbeit, kennst du doch noch, oder? Weißt du, an was mich das erinnert? An finstere Zeiten, die haben wir überwunden. Deutsche Wertarbeit, haben wir keine Revolution gemacht, dass es das nicht mehr gibt. Komm runter, komm runter. Du kannst es anders nennen. Du kannst es auch meine Hand für mein Produkt. Ja, mache ich daheim, wenn ich meinen Jungen verdresche. Wäre Gammeleine Krankheit, dann wärst du längst Invalidenrentner. Du, wenn du das politisch meinst, zeigst dich an. Ich bin nämlich für den Sozialismus. Ihr habt ja Recht auf Arbeit, das ist Gesetz. Bloß die Pflicht auf Arbeit zu arbeiten, die hast du nicht. Komm, hör auf, geh mich ja nicht so an. Das ist das ideale Land für mich. Meine Republik. Da gehst du mich nie an, du. Ich bin nämlich auch ein Arbeiter. Ich gehöre nämlich auch zur herrschenden Klasse. Was denn? Du auch? Nö. Wenn man dich so beobachtet, da könnte man um den Sozialismus Angst kriegen. Manfred, deine Angst ist unbegründet. Eine Gesellschaftsordnung, die bei einer solchen Arbeitsmoral nicht in die Knie geht, muss sehr stark sein. Natürlich sind wir stark. Sonst könnten wir doch nicht das sozialpolitische Programm verwirklichen, nicht? Aber auch da fluchen manche, Gisela, dass sie nicht alle Vorteile von Schwangerschaftsurlaub bis Rentenerhöhung gleichzeitig genießen können. Oh, das kann man, natürlich. Man muss nur eine kinderreiche, schwangere Rentnerin sein, die unter Tage dreischichtig arbeiten will. Auf alle Fälle ist es oft so, dass die einen sozialistisch arbeiten müssen, damit die anderen schon wie im Sozialismus leben können. Vorsicht, die Szene von eben 5 Jahre später wieder spielen und auch du hast die Paulmütze abgelegt. Nichts mehr mit Neura, nichts mehr mit Initiativen. Na, vielleicht sind mancherorts Initiativen auch gar nicht so gefragt. Denn wo es keine Initiativen gibt, da gibt es keine Veränderung. Und wo es keine Veränderung gibt, da gibt es keine Unruhe. Und wo es keine Unruhe gibt, da wackelt mein Stuhl nicht. Womit nicht gesagt ist, dass Initiativentöter immer auf einem Stuhl sitzt. Nein, wo ein Bürokrat ist, muss durchaus kein Schreibtisch stehen. Also schreite ein gegen die Bürokraten. Stell dir vor, du hast die Macht. So. Ich hab die Macht. Stell ich mir vor. Du, ich bin doch bloß ein ganz kleiner Arbeiter. Nee, nicht der. Werner! Ja? Sagt man nicht. Setz dich mal hin, Werner. Na, ihr guckt sich. Hier, Werner, setzt du dir die Mütze auf. Ich? Ja. Nee, du, ich hatte erst vor kurzem Pauls Mütze auf an der Bushaltestelle. Nie wieder, kann ich euch sagen. Wieso? Erzähl mal. Der Bus, der hätte schon vor 20 Minuten abfahren sollen, ja? Aber der Fahrer, der schäkert draußen noch mit seiner Miete rum, nicht? Ich nehme also allen meinen Mut zusammen und beschwere mich mit zitternder Stimme. Bei den Fahrgästen? Nee, beim Fahrer. Schon schlecht, ne? Man beschwert sich als braver DDR-Bürger nur, wenn der Gegenstand der Beschwerde außer Hör- und Reichweite ist. Ich hatte doch Pauls Mütze auf. Also,
Nach weiteren 10 Minuten besteigt der Fahrer den inzwischen überfüllten Bus, sucht mich, kommt auf mich zu und sagt... Und Sie steigen aus. Solche wie Sie befördere ich nicht. Ich fahre erst ab, wenn Sie den Bus verlassen haben. Und jetzt klöpfen sich die Fahrgäste vereint den Fahrer vor. Nee, die Fahrgäste klöpfen sich vereint mich vor. Seien Sie doch vernünftig. Steigen Sie doch aus. Wir wollen endlich nach Hause. Das könnte passieren. Ist passiert. An der Bushaltestelle am Körnerplatz, voriges Jahr im Sommer. Ja, damals. Heute sind unsere Menschen viel reifer geworden. Ah ja. Also nochmal, ihr beide spielt jetzt die Bürokraten. Wir beide? Ja. Und du setzt dir die Mütze auf. Jetzt schreite ein, stell dir vor, du hast die Macht. Ich hab die Macht. Ja. Ich hab die Macht. Ich habe die Macht. Die Feixen. Also, du stellst dich aber auch an. Wenn es nicht anders geht, dann nimmst du Lenin zu Hilfe. Hier, der schreibt, dass alle Beamten absetzbar sein müssen. Drohe damit. Drohen? Ja. Damit drohen? Damit drohen. Damit drohen? Ja. Hier, ich drohe dir damit. Hier, wenn du abgesetzt wirst, dann ziehen sie dir deinen weichen Sessel unterm Arsch weg. Ja. Da setzen sie dich auf eine harte Drehbank. Harte Drehbank? Ja, da reißt ein Telefonhörer aus der Hand, da kannst du dir einen Schraubenschlüssel ans Ohr hängen. Da kannst du statt deiner Sekretärin deinen Meister abknutschen. Deinen Meister abknutschen? Ich setz dich ab. Er setzt dich ab. Ich hab die Macht. Er hat die Macht. Der ist bekloppt. Der ist bekloppt? Du klar bist du bekloppt, weil Lenin nämlich die Bürokraten des zaristischen Russlands gemeint hat. Und außerdem musst du mal weiterlesen. Im Sozialismus hören die Beamten auf, Bürokraten zu sein. Na. Nicht immer bloß das Zitat aussuchen, das dir gerade in den Kram passt. Zu Lenins Zeit musste man gegen die alte Bürokratie Revolution machen. Während heute manche aus der Revolution eine Bürokratie machen. Mensch, Jutta, guck mal, was hier steht. Ja? Je größer der Anteil des gesamten Volkes an der Ausübung der Staatsmacht, umso weniger bedarf es dieser Macht. Der Staat stirbt ab. Stirbt ab. Mensch, wer ist denn der Staat? Ich, du, er, sie, es. Und die Kinderkrippen und die Krankenhäuser und die Schulen. Und die Gaststätten an der Elbe. Auch. Da hat ja Lenin recht, so wie die aussehen, ist der Staat kurz vorm Sterben. Ivo, weißt du, wann der Staat abstirbt? Hier steht's. Wenn die Menschen sich an die Grundregeln des Zusammenlebens gewöhnt haben und ihre Arbeit so produktiv ist, dass sie freiwillig nach ihren Fähigkeiten arbeiten werden. Fähigkeiten arbeiten freiwillig, der weiß wohl nicht, wo es lang geht. Der hat dich nicht gekannt. Ich arbeite doch nach meinen Fähigkeiten. Du bist fein raus, du hast keine. Ja, ich hab keine. Hier, gucke. Der Staat stirbt ab, wenn die Menschen aufhören, darauf bedacht zu sein, nur ja nicht eine halbe Stunde länger zu arbeiten und ja keine geringere Bezahlung zu erhalten als andere. Da bin ich ja ganz beruhigt, da stirbt der Staat nie ab. Guck hier rein. Nieder mit den Egoisten, nieder mit demjenigen, der nur an seinen Vorteil denkt. Vorteil denkt? Was? Auch noch denken? Du, diesen... Lenin. Den muss man verbieten. Ja, natürlich. Dann wird er endlich mal gelesen. Sozialistischen Einheitspartei, Abschnitt E. Die Partei wendet sich entschieden gegen Rücksichtslosigkeit und Herzlosigkeit in den menschlichen Beziehungen. Brüder übern Sternenzelt muss ein lieber Vater
Wer sich herzlich und rücksichtsvoll verhält, verdient Lob und Anerkennung. Deshalb zitieren wir die folgenden Danksagungen, original aus der Rubrik Leserpost der Sächsischen Zeitung. Zeigen Sie doch, zu welch außergewöhnlicher Menschlichkeit sich unsere Menschen aufschwingen können. Freude, 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 schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. SZ vom 7. September. Ein großes Lob möchte ich der Kollegin aussprechen, die im großen Garten die Toiletten betreut. Denn bei ihr ist immer alles sauber. Wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. SZ vom 20. April. Am 4. April kippte vor der Kaufhalle meine zweijährige Tochter mit dem Sportwagen um, während ich einkaufte. Herzlichen Dank dem hilfsbereiten Bürger, der den Wagen aufstellte und meine kleine Tochter wieder hineinsetzte. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. SZ vom 4. März. Ich möchte mich ganz herzlich bei unserem ABV, Genossen Engel, bedanken, der mein verloren gegangenes Portemonnaie fand und mir zurückgab. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. SZ vom 13. September. Auf diesem Wege vielen Dank dem unbekannten Soldaten, der mir nach einem Sturz wieder aufhalf. Wem der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein. SZ vom 8. August. Ich möchte lobend die HO auf der Bautzner Straße 57 hervorheben. Die nette Art der Verkäuferin ist sehr ansprechend. Wer ein heiliges Weib errungen, mische seinen Jubel ein. SZ vom 17. August. Obwohl der Fahrer des Busses der Linie 76 bereits abgeklingelt hatte, wartete er, bis der blinde Bürger eingestiegen war. Weiter so, Kollegen. Jauchzend frohlockend. Auf Preise die Taten. Jauchzend frohlockend. Danket dem Fahrer, er hat dich gefahren. Und dank der Verkäuferin, denn sie hat dich nicht rausgeschmissen. Und der ABVer war Gottlob kein Klauer. Und danke der Klofrau, sie war keine Klosau. Ich sah auf der Fresse kein Grund, Angst zu kriegen. Es lässt dich nicht liegen in unserem Staat des Volkes Soldat. Der Deutschen Demokratischen Republik, Artikel 19. Die Beziehungen der Bürger werden durch gegenseitige Achtung und Hilfe geprägt. Halleluja! 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 Mit 30 kam Paul aus Buchenwald. Sah aus, als wäre er doppelt so alt und wurde Jugendfunktionär. Wir Jüngeren kannten ihn nicht mehr. Manch Älterer sah weg, wenn er kam, der eine aus Hass, der andere aus Scham. In den Köpfen steckten noch Krieg und Faschismus. Da sprach Paul schon vom Kommunismus. Er schoss für die Zeit also weit übers Ziel und
Rein theoretisch verstand er nicht viel von Taktik und Strategie. Er warb auf dem Dorf im Namen der SED, bevor sie das Gut hieß, für die LPG. Was macht man mit einem guten Genossen, der wieder mal übers Ziel geschossen und mit bestem Willen nur Schaden anrichtet? Man schickt ihn dorthin, wo man malt oder dichtet. So wurde Paule Kulturfunktionär und alle dachten, jetzt stört er nicht mehr. Doch dann kam die Diskussion um den Jatz. Und da sprach Paule den feindlichen Satz. Zwar klingt die Musik für uns Alte verwegen, doch wenn die Jungen sie lieben, ich hab nichts dagegen. Womit man klar erwiesen fand, dass Paul nicht mal von Kultur was verstand. Damals wurde nicht viel diskutiert, er wurde in die Produktion delegiert. Die praktische Arbeit hob seine Form und spielend überbot er bald jede Norm. Zwar waren darüber die meisten Kollegen erstens verärgert und zweitens dagegen. Da aber Paul ihre Sprache sprach, hat man ihn erstmal verprügelt und dann gab man nach. Er wurde Brigadier und stieg weiter und war kurze Zeit später schon wieder Leiter. Doch als er dann an den Tarifen gerührt, hat das zur sofortigen Entlassung geführt. Er wurde all seiner Ämter enthoben und fiel, was ihr vorkommt, ganz steil nach oben. Denn theoretisch hat er recht und nur praktisch sind die Tarife heute noch schlecht. Paul also stieg in die Plankommission. Doch nach wenigen Monaten hatte er schon die Kybernetik nicht alleinseligmachend genannt, was man damals höchst unwissenschaftlich fand. Diesmal führte sein gesetzmäßiger Sturz bis in den Ruhestand. Aber nur kurz, weil nach einem Plenum sofort die Genossen Pauls Wiedereinsetzung als Leiter beschlossen. Paul hat zwar auch als Direktor gesächselt und manches Fremdwort weiter verwechselt und bot somit Anlass zu höhnischem Lächeln und gebildetem Kantinentischhecheln. Dass sein Betrieb aber plötzlich Plantreue übte und die Jahresendprämie keine betrübte, nahm man ihn schließlich, wie er war, hin. Denn auch im Sozialismus überzeugt ja Gewinn. Krankheiten konnte Paul sich nicht leisten. Als er doch plötzlich starb, staunten die meisten. Die Ärzte untersuchten den sterblichen Rest und stellten den üblichen Herzinfarkt fest. Nebenbei haben sie sehr viele Narben verheilter Wunden an Paules roter Seele gefunden. Und ob er darüber nun lacht oder weint, sie stammten nicht alle vom Klassenfeind. Vielleicht fehlen unseren Kindern solche Vorbilder wie Paul. Tja. Sag mal, wie wird man eigentlich bei uns Vorbild? Tja, indem man seinen Namen hergibt für etwas, wofür man nichts kann. Zum Beispiel die Genossin Pirna für den Pirnaschen Platz. Das ist doch Quatsch, der Pirnasche Platz in Dresden ist ein Sonderfall. Für den gibt's noch kein Vorbild. Sag mal, wie wäre es eigentlich, wenn wir einer Schule den Namen Paul Mütze verliehen? Wie das wäre? Kommt, legt euch mal die Halstücher um. Ja. Also wir können doch keine Pioniere mehr spielen. Doch, Wolfgang, nimm dein Beispiel am Zentralrat. Seid bereit! Immer bereit! Immer breit! Liebe Mitpioniere und drinnen der erweiterten Egon Untermüller Oberschule in der Franz-Werfelsberger Ecke Gustav-Knobelsbecher-Straße. Unsere Schule soll den Namen Paul Mütze erhalten, nachdem die umliegenden EOS Lieschen Obermüller, Ruhe, Lieschen Obermüller und Knut Wacker-Schulze ihre klingenden Ehrennamen würdig erkämpft haben. Wie positiv steht ihr dazu? Positiv? Ja. Also gut, darf ich mal sprechen hier. Oh, wo wir sowieso schon Eger kämpfen, ist mir es nur egal. Ob mir um einen neuen Namen oder für einen alten Jahrestag ringen. So, nun
dir, solange mein Vati seine Leber mitmacht, sammle ich Flaschen unter jeder Kampflose. Um einen neuen Namen kämpfen heißt auch, das Leben des Namensspenders zu erforschen. Na, hoffentlich hat er nicht so lange gelebt. Ich will nämlich noch ins Kino. Boyko Yacht im Wolfgangsee. Quatsch, Teekumsee ist die Brühe. Ist doch egal, Mensch, Hauptsache Goiko badet da. Jetzt lasst doch mal eure alten Indianer aus der Versammlung, hier geht's um unser neues Vorbild. Aber Goiko ist mein Vorbild. Kannst nur müde ablachen, du. Goiko, oller Abatschenabklatsch. Da zahl ich wieder hin. Wow! Schließlich können wir unsere EOS nicht Goiko-Oberschule nennen. Das wäre aber schön, da brauchten wir gar nicht mehr zu forschen, den kennen wir alle schon. Gerade das Mutter Vorbilder nie kennt, zeichnet sie aus vor den westlichen Idolen. Aber Goiko ist einer von uns. Aber fast so bekannt wie einer von Trüben. Sag mal, gibt's denn bei uns überhaupt gar kein bekanntes Vorbild? Klar, du kannst doch nicht jede Straße Lenin oder Lipkestraße nennen. Ne? Aber jede zweite. Nein, jede dritte heißt doch sowieso schon so. Oh, nein, hör auf! Mensch, wartet, bis wir dumm haben. Ich will aber ein Vorbild haben, das richtig lebt. Das glaube ich. Bei lebenden Vorbildern müsst ihr viel zu vorsichtig sein. Mein Papa sagt immer, die können für uns posthum ganz schnell gestorben sein. Nun sag mal, was ist ein posthum? Mensch, wenn sie keinen Posten mehr haben. Hier geht's doch um gar keinen Posten. Ein Vorbild erwirbt man, um es zu besitzen. Was soll man denn von dem Paul besitzen? Seine Mütze. Die ist nur blöde, du. Seinen Geist. Nicht müssen wir besitzen. Aber gerade wenn du nicht machst, musst du dir einen klingenden Namen dafür aussuchen. Nun, wenn dich mal wer konkret fragt, was du machst, kannst du mir ganz allgemein antworten, ich eifere mein Vorbild nach. Und du meinst, darunter kann sich jeder was vorstellen? Nur der Satz ist so nicht sagen, den versteht jeder. Bei jedem Feste generell Gänsebraten das Allerbeste, ein kulinarisches Zeremoniell. Kaum drangen Gerüche aus der Küche, der Küche, spontan tropfte der Zahn. Selbst die Orgelbrüten, Geschmacksknospen blühten. Und im Magen lagen die kleinen Verdauer. Freu dich auf Lauer, freu dich auf Lauer. Und warteten auf den Weihnachtsglockenklang. Und da wusste jeder, jetzt ist es soweit. Und was für eine Freude, wenn es auch mal außer zu Weihnachten Gans gab. Zum Beispiel, als wir zum ersten Mal sozialistische Brigade wurden. Hä? Damals, als es noch ein Grund zum Feiern war. Damals wusste sogar der Betriebsleiter noch, warum er uns gratulierte. Titel wurden bald formeller, Reden wurden offizieller, Feiern wurden noch pompöser und der Ordenssegen größer. Die Erfolge wurden breiter, alle Tage wurden heiter. Und schon gab es fast jeden Tag einen Anlass zum Feiern. Kaum legte die Geflügelzüchterin Gerda Z. aus Anlass eines Anlasses ein Ei mehr über den Plan, schon läuteten im ganzen Lande die atheistischen Glocken.
Aber nicht etwa nur einmal, nein. Es scheint, als habe man dem Klöckner eingeredet, seine Gemeinde bestehe aus lauter Schwerhörigen. Denn ist der Tatbestand auch jedem längst bekannt, es wird weiter gebimmelt. Und zwar so lange, bis man schließlich schwerhörig wird. Und so ist kein Tag vergangen, an dem nicht die Glocken klangen. Und weil das so Tradition, gibt es nun seit Jahren schon. Ganz gleich, ob ich ganz noch mag, Gänsebraten Tag für Tag. Aber nun essen Sie mal 365 Tage im Jahr immer das Gleiche. Mir graut schon vor jedem Schaltjahr. Und immer auf die gleiche Art zubereitet, schön fett, damit es auch ja jeder sieht, dass wir die größten Gänse haben. Aber dann kommt der Tag, an dem einem auch die Überzeugung nichts mehr nützt, dass Gänsebraten objektiv gut schmeckt, auch wenn er mir nicht schmeckt. Darum bitte ich, nehmt eine ganz weniger. Denn ich kann mir nicht vorstellen, wem das nützt, wenn mir mein Lieblingsgericht bis zum Hals steht. Denkanstöße für den politischen Hausgebrauch. Gefunden bei Wladimir Iljitsch. Fehler sind unvermeidlich. Unvermeidlich, 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 besser, 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 besser Fehler zu machen und Sorgen zu schreiben. Besser. Es ist notwendig. Not, notwendig, notwendig. Notwendig. Es ist notwendig, notwendig, jede Schwierigkeit einzugestehen. Die beste Art, die beste Art, die beste Art, die beste Art, unseren Jahrestag zu feiern, ist die Aufmerksamkeit auf ungelöste Aufgaben zu konzentrieren. Wir wollen uns an das weise russische Sprichwort halten. Rühme dich nicht, wenn du in die Schlacht ziehst. Rühme dich erst, wenn du aus der Schlacht zurückkehrst. Damen und Herren, unter dem Motto Bürger schützt eure Anlagen, singen und schunkeln mit uns jetzt gemeinsam die Trachtengruppe der Abwassernixen-Kadets. Und der Vereinigte Chemische Chor Buna Nobis Pacem. Aus dem Osterzgebirge kommen zu uns die vier entlaubten Frösche. Und aus Thüringen die immer noch grünen Optimisten mit ihren neuesten verstaubten Volksliedern. Ganz besonders herzlich begrüßen wir aus unserer Stadt die Singegruppe der Roten Heizer vom Kraftwerk Mitte. Sie alle haben wir eingeladen zu unserer beliebten Veranstaltung Alles stinkt. Wo im Tal die Elbe fließt, wo hoch kommt der Schornstein grüßt, wo das Bächlein aus dem Kamm in acht schöne weiße Flöckchen hat. Rosmarias Heidenau, hör mit mir allein. Ich fröhlich sein, weil ich schwarze Mädchen liebe. Rosmarias Heidenau, reich mir deine Hand. Dass du schwarz bist, dank es deinem Heimat.
Chemie betriebe. Da fließt ein Brünnlein kalt, doch wer das Brünnlein trinket, merkt, wie das Brünnlein stinket. Wer's trinkt, wird nimmer alt. Denn für die Kläranlage ist Material sehr rar. Der Leiter kann ruhig schlafen, er zahlt ja pünktlich Strafen, denn Geld ist allzeit da. Im schönsten Wiesengrunde, wo meine Kneipe haust, geht alles vor die Hunde, seit der Wirt zog aus. Zog der Konsum ein. Sieht's aus wie bei Schwein. Was des Volkes Hände schaffen, reißen sie auch wieder ein. Unser Programm begonnen mit einer Trauerfeier für Paul. Und was ist draus geworden? Kabarett. Oh, das ist ja bei den meisten Trauerfeiern so. Ich möchte überhaupt wissen, wer hat heute hier gelacht? Denn was wir gemacht haben, war ja auch mehr Agitation. Und wo bei uns agitiert wird, da wird nicht gelacht. Vielleicht sollten wir deshalb jetzt zum heiteren Teil kommen. Aber denken Sie bloß nicht, jetzt wird's leichter für Sie. Mit einem ernsten Gesicht 5 Stunden Faust absitzen, das kann jeder. Naja, Werner, da merkt ihr auch kein Mensch, wenn sie nicht begreifen. Ne? Ich hab auch schon im Faust gelacht. Ja, du ja. Jetzt habe ich 2 Jahre Theaterverbot. Vielleicht sollten wir uns jetzt von unserem Publikum mit dem Aufruf verabschieden. Bürger schützt euer Lachen. Ja, Jutta, Aufruf ist gut, aber Lachen, das ist so sehr konkret. Eben, denn wie lacht man richtig? Na, ganz einfach, indem man mitlacht, wenn der jeweilige Vorsitzende anlacht. Sag mal, wer ist denn das? Na, immer der vor dir sitzt. Ach, jetzt verstehe ich auch, was das heißt, nach vorne lachen. Nach vorne lachen heißt über das Lachen, was hinter uns liegt. Also, wer zuletzt lacht, lacht am sichersten. Genau, wer zu früh lacht, der lacht sich ins eigene Fleisch.
Deshalb sollten wir uns auch hüten, schon heute über Dinge zu lachen, die erst morgen offiziell als komisch erkannt werden. Sag mal, gibt's denn über das, was vor uns liegt, gar nichts zu lachen? Doch, aber erst wenn's hinter uns liegt. Na, aber dem Klassenfeind, dem lachen wir doch ins Gesicht. Natürlich, wir haben allen Grund dazu. Denn bis auf seine Devisen stellen wir doch fast alles her, was den Westen früher so anziehend machte. Oetkers Schlagschaum und Peter Stoibes Sand und deine Schuhschaft. Guck mal, wär's da nicht einfacher, wir würden auch gleich noch die Devisen selbst herstellen? Du, da würde dem Klassenfeind da was Lachen vergehen. Denn ohne seine Devisen... So, kann ich mir gar nicht vorstellen. Klassenfeind ohne Devisen. Das wäre dasselbe wie ein DDR-Bürger ohne Optimismus. Aber ehrlich gesagt, ich hätte manchmal lieber Devisen. Lass mal, Wolfgang. Mit ein bisschen Optimismus und sehr viel Devisen werden wir den Sozialismus schon aufbauen. Naja, während man früher dachte, man könnte ihn auch mit ganz wenig Devisen und sehr viel Optimismus aufbauen. Sagt mal, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Lachen und Freude? Lachen vergeht, Freude besteht. Das verstehe ich nicht. Das ist so. Wenn du zu Hause nichts zu lachen hast, da bleibt dir immer noch die Freude auf die Arbeit. Und wenn du auf Arbeit nichts zu lachen hast, freust du dich immer auf zu Hause. Ihr meint also, wenn ich auch manchmal nichts zu lachen habe, zu freuen habe ich mich trotzdem. Sieh mal, das ist ja bei uns mit vielen Dingen so, nicht? Auch wenn sie hinterher nichts taugen, zunächst freust du dich erstmal, dass du überhaupt gekriegt hast. Morgen kannst du bloß noch lachen, worüber du dich heute gefreut hast. Also dieser Lacher ging nach hinten los. Ach, wisst ihr, lieber 10 falsche Lacher als ein falscher Macher. Denn stark sein heißt auch über eigene Schwächen lachen. Was wir heute verlachen, können wir morgen nur besser machen. Kurz gesagt, macht euch nicht ein bei jedem Dreck. Denn nur wer lacht, kommt drüber weg. Und weil, wie es Brecht sagt, nicht über den Berg ist, wer nicht lacht, haben wir aus einem Lob des Lernens das Lob des Lachens gemacht. Lerne zu lachen, Mann, für die, deren Spaß gekommen ist, ist es nie zu ernst. Lacht in Versammlungen, es genügt nicht, aber lacht auch da. Lasst es euch nicht vermiesen, lacht laut. Wo wir selber lachen, kann's nur der Feind noch übel nehmen. Kann's nur der Feind noch übel nehmen. Lache Mann im Betrieb. Lache Frau auch im Konsum. Lache Kind in der Schule. Lache 60-Jährige. Spaß darf dir keiner übel nehmen. Witze ein Leitungskader. Verschaffe dir Witzbücher, Funktionär. Agitation mit Humor. Das ist eine Waffe, die dir die Feinde übel nehmen. Die dir die Feinde übel nehmen. Scheue dich nicht zu lachen, Genosse. Lass dich nicht auslachen, lach selber mit. Wenn du nicht selber lachst, lacht kein Mensch. Prüfe die Witze, du musst sie erzählen. Lege den Finger auf jede Pointe. Sag, sie fällt manchmal auch schwer. Und lass die Feinde übel nehmen. Und lass die Feinde übel nehmen. Thank you.